Wir machen jetzt das gleiche wie eben, nur nicht mit zwei kopunktalen Achsen, sondern mit zwei parallelen Achsen. Genau. Und zwar machen wir es gleich richtig. Wir wollen, dass die beiden Achsen, wir wollen die beiden Achsen in einem bestimmten Abstand haben. Okay, in einem bestimmten Abstand. Und wir wollen später die beiden Achsen auch verschieben können. Und zwar entlang der Richtung, die senkrecht steht auf den beiden Achsen. Also ich zeige euch, was ich will. Ich visualisiere es nochmal. Ich habe hier eine Achse. Ich habe eine parallele Achse in einem bestimmten Abstand. Die soll jetzt parallel sein. Okay. Und ich will jetzt die beiden Achsen nehmen und verschieben können in diese Richtung oder in diese Richtung. Ich möchte die bewegen können. Ja. Und das ist auch nicht ganz so einfach zu konstruieren. Wie macht man das? Zeige ich euch. So, ich zeichne erstmal eine Gerade, die entlang der Verschieberichtung der beiden parallelen Geraden sein soll. Und jetzt konstruiere ich einen Punkt auf dieser Geraden. Und das soll der Punkt sein, den ich nehmen möchte zum Verschieben der Geraden. Jetzt passt auf. Jetzt konstruiere ich einen Kreis mit Mittelpunkt und Radius um diesen Punkt herum. Nehmen wir den Radius 5. Na, ist so groß wieder. Nehmen wir den Radius 3. Ja, so. Jetzt schneide ich den Kreis mit der Geraden, da habe ich zwei Schnittpunkte. Und jetzt konstruiere ich die parallelen Geraden, parallele Gerade durch die Schnittpunkte mit der, na, ach, erst die Gerade, dann den Punkt. Ah, ich will senkrechte Gerade, was sage ich denn? Oh Mann, senkrechte Gerade, klar. So, okay. Was passiert jetzt, wenn ich am Punkt, den Punkt C bewege? Ich bewege den Kreis auf der Geraden und ich verschiebe jetzt die beiden parallelen Geraden entlang dieser Verschiebegerade mit konstantem Abstand, ne? Weil der Kreisradius gibt vor, wie groß ist der Abstand zwischen den beiden Geraden. Okay, ich lasse das hier mal verschwinden. Den Kreis lasse ich verschwinden, die Gerade lasse ich verschwinden. Moment. Hallo? Ach, ich habe so viele Geraden erzeugt vorhin. Scheiße. So. Okay, den Punkt A kann ich auch verschwinden lassen. Punkt D brauche ich nicht mehr. Punkt E brauche ich nicht mehr. So, und wenn jetzt Punkt C bewegt, bewegen sich die beiden Geraden parallel und jeder wundert sich, wie habt ihr das gemacht? Mit Magie. Gut, also, jetzt haben wir die Situation, die wir haben wollten. Wir haben zwei Geraden, die parallel zueinander liegen in einem konstanten Abstand. Ich kann die auch noch verschieben, wenn ich will, später. Und daran möchte ich jetzt nacheinander was tun? Was machen wir jetzt wieder? Ja. Ja. Wir spiegeln ein Dreieck, genau. Möglichst ein nicht gleichseitiges Dreieck, damit es schön klar ist, was passiert. Also wir spiegeln es erst an der ersten Geraden und dann an der zweiten Geraden. So. Was ist passiert? Was ist die Gesamtabbildung? Hm? Eine Verschiebung. Genau. In welche Richtung wird denn das erste Dreieck auf das dritte Dreieck verschoben? Wenn wir jetzt die Geraden sind ja das, wovon wir ausgehen, die beiden Geraden. In welche Richtung wird verschoben?
Nach rechts, ne? Genau. Versuch mal zu beschreiben die Verschieberichtung von diesem Dreieck zu diesem Dreieck. Wie liegt die im Verhältnis zu den Achsen, zu den Spiegelachsen? Genau, die Verschieberichtung ist senkrecht auf den Spiegelachsen. Ja, und um welchen Abstand wird verschoben? F zu F2'. Der Abstand ist doppelt so groß wie der Abstand zwischen den beiden Achsen. Genau. Warum? Wir schauen wieder einen Punkt an. Nehmen wir den Punkt F hier oben, ne? Sieht jemand, warum der Abstand von F zu F2' doppelt so groß ist wie der Abstand von I nach J? Ah, ich könnte die Beschriftung mal wieder ein bisschen größer machen. Besser. Ja. Genau. Ja. Genau. Nehmen wir vielleicht mal hier oben, weil F können wir es ja genauso machen. Genau. Der Abstand, du meintest, wie läuft das nochmal, das, was du gesagt hast mit dem Abstand hier oben? Also der Abstand von I zu F' ist gleich groß wie der Abstand von I zu F. Warum? Ja? Wieder wegen der Längentreue. Wegen der Längentreue, genau. Ich mach mal die Strecke hier farbig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Die Strecke hier farbig. Wieso wird denn die Gerade hier farbig gemacht? Da stimmt doch was nicht. Ach, ich habe. Na, okay. Ah, hier oben kann ich jetzt direkt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr gut. So, machen wir es doch gleich. So, okay. Also, die beiden lilanen Teilstrecken sind gleich groß wegen der Längentreue. Ne? Diese Strecke hier, FI, wird abgebildet auf IF'. Wegen der Längentreue ist FI gleich IF'. Genauso hier bei der pinken Strecke. Ne? FJ' ist gleich groß wie JF2'. Wegen der Längentreue bei der Achsenspiegelung. Wenn wir diese Strecke hier mit x bezeichnen und diese hier mit x, die sind ja gleich groß, und die mit y, und die mit y, wir haben hier die Strecke hier, die hat die Länge x, die blaue Strecke hat die Länge x, diese pinke Strecke hat die Länge y, die hat die Länge y. Wie groß ist der Abstand von f zu f2'? Ja? 2 mal x plus? Von f nach f2'? 2 mal x, genau, plus 2 mal y. Ach so, du hast in Klammern gedacht. Ja, du hast vollkommen recht. Okay, dann machen wir es gleich mit Klammern, ne? Also, 2 so, das ist der Abstand
von f zu f2', zweimal in Klammern x plus y. Und der Abstand der beiden Geraden ist x plus y. Naja, okay. Also ist der Abstand, der Gesamtabstand, doppelt so groß wie der Abstand der beiden Achsen. Jetzt auch hier wieder. Was passiert, wenn ich jetzt die beiden Achsen verschiebe? Der Abstand der beiden Achsen bleibt gleich. Die Verschieberichtung bleibt gleich. Ich brauche jetzt nur Punkt C bewegen. Ne? Das haben wir am Anfang so konstruiert. La la la. Von der ersten zur dritten, also Dreieck 1, Dreieck 3 bleiben gleich, nur das Zwischendreieck ändert sich. Klar, wenn ich jetzt die Achsen verschiebe, schaut mal hier in der Mitte, x plus y. X plus y bleibt konstant. Ne? X wird zwar klein und y größer, aber x plus y bleibt immer gleich. Das heißt, dieser Abstand der beiden Geraden bleibt ja konstant, nur die Aufteilung ändert sich wieder. Naja, und diese Strecke ist genauso lang wie diese und diese ist genauso lang wie diese. Und wenn ich jetzt die Aufteilung ändere, ändert sich auch nichts an dieser Tatsache. Das heißt, es ist egal, wo die Achsen genau liegen. Hauptsache, sie stehen senkrecht auf die Verschieberichtung und die Verschiebung ist doppelt so lang wie der Abstand der beiden Achsen. Aber insgesamt ändert sich an der Verschiebung nichts. Schön, oder? Okay, ich sehe, ihr fallt vom Stuhl und seid hellauf begeistert. Ich spüre die Ekstase in euch. Sehr gut. Wir haben jetzt also zwei Fälle unterschieden. Nämlich, wir haben zwei Achsenspiegelungen angeschaut und da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die beiden Geraden sind parallel oder sie schneiden sich. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wir haben jetzt gesehen, wenn ich nacheinander an zwei Achsen spiegele, die sich schneiden, dann ist es eine Drehung um diesen Schnittpunkt mit doppeltem Winkel. Oder wenn ich an zwei Achsen nacheinander spiegele, die parallel zueinander liegen, dann ist es eine Verschiebung um den doppelten Abstand der beiden Geraden senkrecht zur Richtung der beiden Geraden.